Die Firma Agrofly und Agroscope haben bereits Spritzversuche gemacht im Weinbau. Diese Spritzversuche haben wir probiert auszudehnen auf Herdöpfle, wo wir gegen Kraut- und Knollenfühle müssen spritzen. Der Vorteil dieser Spritzungen wäre, dass man sofort nach einer Nassperiode, nach einer Regenperiode kann mit Drohnen spritzen und nicht muss warten, bis der Boden abgetrocknet ist, um mit dem Traktor durchzufahren. Wir müssen dazu den Spritzmittelaufwand von 300 Liter mit der Traktorspritze auf 75 Liter runterfahren, damit es sich eventuell könnte lohnen. Wir müssen noch abklären, wie wir die Tröpfchen können auf der Pflanze optimal verteilen, weil die Spritzmittelmenge möchten wir hier stark reduzieren. Es ist sehr wichtig, dass wir die ganze Pflanze schützen können vor der Kraut- und Knollenfühle.